Hallihallo und willkommen bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit, wir haben uns in Position gebracht. Jawohl, wir werden es versuchen, dass wir diese Rebellenoperation hier schaffen. Ja. Tibra ist da schon etwas im Norden. Oben hat sie dort positioniert. Wir haben Munition aufgenommen und ja, dann starten wir das. Ja. Gestartet. Naja. Oh, okay, dieses Mal kommen wir vom Westen. Sehr spannend. Ja. Ich glaube, ich muss zu dir. Okay. Ach, wo ist der? Oh, oh. Okay, jetzt kommt einer von Süden. Lade nach. Okay. Irgendwo geht der Rebell. Die Sicarios schießen vor, die sind alarmiert. Schießen! Okay. Da dann auch. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Naja. Ist momentan relativ gut da bei mir unter Kontrolle. Es kommt. Dir ist gegenüber einer. Ja. Habe. So, da drüben nähert sich wieder eine Patrouille. Ich hau da aber ab. Alle nach ganz. Bei mir kommen zwei. Ja, jetzt kommen massiv viele. Ein Drecksack weniger. So. Ah, Kacke. Scheiße, lade nach. Was schießt denn da? Ich flieg. Ich hab keine Munition. Ich bin am Boden. Bring dich lieber in Sicherheit, weil wir kreuchten irgendwo einer herum. So, wir brauchen nur mehr ein paar Sekunden durchhalten. Hilft dann auch. Ja, ja. Jawohl, ja. Geschafft. Jetzt muss wieder nur noch rauskommen. So, ich komme zu dir. Ich kann spawnen. Ah nein, ich komm schon. Komm schon. Bin gleich bei dir. Ich bin aber schon Zeitabteil. Ach so, okay. Ah, fuck. Ja. 2 Meter vor dir. Ah. So, das soll aber. Müsste. Trotzdem geschafft sein. Geschafft sein, ja. Mal gleich sehen auf der Map. Ja, es kommt da massiv viel Nachschub, ich kenne es schon vom Singleplayer. Das ist wahrscheinlich zu viert einfacher, ne? Ich habe es bis jetzt mit den 3 Computergesteuerten, die du dabei hast, in der Gruppe noch nicht geschafft, die Mission. Also es ist... Okay. Da waren wir jetzt zu zweit um einiges besser. Gut. So, schauen wir mal kurz. Mhm. Aber ich glaube, ja, sie ist... deaktiviert, das heißt, wir haben sie. Ui, wir haben da drinnen ein Rufzeichen übersehen und zwar verhören sie das hochrangige Ziel für Geheiminformationen. Da haben wir einen übersehen. Da müssten okay. Wir nochmal rein. Na, dann laufen wir mal in die Richtung, oder? Munition sollten wir haben. Ja. Habe ich, mhm. Ja. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Es sind natürlich wieder alle. Riesbahn, ja. Ja. Aber er ist da sehr weitläufig, das, die kann man umgehen. Auch. Mhm. War spannend, dass das jetzt das Dorf doch, das sollte. Oh, halt, Achtung, vor uns. Wo ist er denn jetzt? Alle, ich hab doch. Ich seh ihn doch auf der Minimap.
Na, ich glaube, der ist hinter dem Bäumen. Sie kennen eine kleine Gruppe Feinde. Gut, wundert mich. Okay, den erledige ich. Da ist auch einer irgendwo. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. So. Das ist ein Einzelner, den werde ich wegnehmen. Soll ich? Wen nimmst du? Okay, dann nehme ich den anderen. Der ist erledigt und den da erfahren kannst du. So, ja, duckt euch alle. Dann weiter. Rüber in die über die Straße. So, wo müssen wir hin? Rufzeichen. Ich habe das Rufzeichen verloren. Sehr witzig. So, da auf der gegenüberliegenden Seite. Ich habe mich... durch ein anderes. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Geht doch weg da! Hubschrauber kommt. Ja, retour ins Häuschen, ups. Hier ist ein Sicario. Ich glaube, Hubschrauber ist weg, oder? Ja. So, den einen hast du aufgedeckt, den bei mir sehe ich im Moment noch nicht. Der ist, glaube ich, hinter dieser Mauer da. Oh, oh. Oh, oh, oh. Irgendwie. Wow. Achtung, da kommt einer direkt auf dich zu. Passt gut auf, wir wollen keine Zivilisten töten. Ich kenne eine kleine Gruppe Feinde. Irgendwo ist der blöde Hubschrauber. Jetzt der war ein Hintern. Sehr schön. So, zum Rufzeichen. Da wäre doch dann so ein schönes Auto. Ja, können wir dann gleich mitnehmen, weil sonst, glaube ich, haben wir dann gar nichts. So, dann verhören wir mal den Kandidaten. Schmucks Außergesicht. Wir können wieder wählen zwischen Bonusorden. Nachschubüberfälle, Rebellenoperationen. Puh, schwierig. Was war das letzte Rebellen? Operationen. Machen wir die ganze Rebellenreihe. Ich werde. Ich habe den Frist zu einem Sender, der nur auf uns wartet. Schalten wir ihn ab. Gut, da irgendwo wird man eine Kiste. Da ist Nachschub. Also Munition. Da kommt jemand. Okay. Ja, da kommt jemand. Na wo da? Okay. Oder ist dem den Haus gelaufen? Sie beruhigen sich. Die denken, wir wären fort. Gut. Passt. So, wohin soll es als nächstes gehen? Schauen wir mal auf der Map. Wir hätten gleich daneben an eine Zubehörkiste. Ach shit. Alarmanlage. Ja, ausschalten mit Stern. Mit Stern. Achso, ich weiß nicht, was das du liegen hast. Aber es steht eh links unten.
stecken wir ein. Los geht's. So, es ist. Das habe ich jetzt total nicht gesehen. Was die Leute verängstigte. Bellon blutete bereits, nachdem er von den Autodefensors zuvor angeschossen worden war. Gut. Ja, da hat sich einiges freigeschalten. Da ist wieder Funkausrüstung. Da ist einiges. Zubehörkiste wäre gleich in der Nähe von uns. Okay. Klar. Ja, machen wir die. Was sind die Kirchen? Ist das vor mir ein Rebell? Ja. Oh, 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 scheiße. Fuck, sie haben uns. Oh Gott, jetzt heißt's fahren. Vollgas. Hat der kein Licht? Doch. Haben wir vergessen aufzudrehen. Ich hab grad gedacht, wie sehr finster. So, und rein ins Wasser. Verlassen mal die Ortschaft, ja, genau. Oh, die sind hinter uns. Kacke. Wir müssen hier in eine Garage und Kacke! Ja, ich bin noch ausgestiegen. Okay. Spielen wir mal an Hand. Ja. Ja. Somit ein Sportwagen erfolgreich versenkt. Achtung! Eine Unita-Patrouille raus. Unita-Patrouille. Ja. Genau, und wenn du da ein bisschen in der Ortschaft bleibst, da kommt eine Armee. Mhm. So, ich markiere mal die Zubehörkiste da. Der Hubschrauber sucht uns noch immer. Ja, ich bin hinter einem Busch. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Ich schmeiß mich da hinten. Unter den. Okay. Sind Rebellen. Okay. So bekriegen sie jetzt gerade welche. Der Leutnant will abhauen. Was ist? Okay, ich denke, wir haben das ausgelöst. Ja. Da bewegt sich gerade ein Rufzeichen. Aha. Ja. Okay. Jetzt ist auch ein Santa Blanca greift um die Daten. Sehr spannend. Ah, da kommt was. Da kommt der mit dem Rufzeichen. So. Habe den jetzt. Ui, scheiße. Ich fürchte, ich hab ihn erschossen. Fuck. Den eigentlich runterholen? Ja, ja. Anschießen oder? Mit der Lama. Mit voll drauf halten. Okay, Lama. Wo ist er denn? Braucht die schon. Finde ich. Achtung, Unidad auf der Brücke. Okay. Die nehme ich mit dem Gewehr. Okay, das war's. Der Gott hat jetzt da einen Hubschrauber geschossen. Sehr cool. Schaut doch mal rüber mit euren Köpfchen. Sie kommen in deine Richtung. Achtung, die sind da. Die kommen irgendwie nicht rüber.
Gleich ist er auf deiner Nase. Okay. Jetzt kommt Santa Blanca. So. Und das kommt schon wieder. Ja. Ja, sag du mir. Ja, wir können das da verlassen, weil das nimmt jetzt kein Ende. Okay. Warum? Warum? Ah! Fuck! Wo? Oh. Ich bin gleich Ex. Ich schwimme auf die andere Seite. Was war da? Ah, da. Es wird nichts mehr. Okay, hupsch. Ich bin einfach rüber geschwommen. Mhm. Ich laufe das Ufer entlang. Okay, ich komme gleich nach. Ich schau mal, wo der blöde Hubschrauber ist. Oh, jetzt hab ich mich gesehen. Nein, wir haben uns verloren. Außer du hast da drüben jetzt wieder welche auf gescheucht. Nee, nee. So, jetzt können wir in Ruhe mal auf der Map schauen. Ja, da wo die Versorgungskiste drinnen ist, sollten wir jetzt warten, bis der Informant, glaube ich, respawnt. Den, was du weggeputzt hast? Ja. Der müsste aber gleich wieder da sein. Da kommt gerade wieder so ein Nachschub vorbei. Okay, dann komme ich wieder rüber. Hups. Yep. So. Ich schwimme ja so gerne. Okay, die läuft das rein. Okay. Echt lästig. Ups, der Kaktus. So. Gut gemacht, räumen wir auf und dann weiter. Ich bin da. Gut, ja, dann da über die Straße. Wo ist der Hubschrauber? Siehst du Hubschrauber? Nein. Ich höre ihn ständig. So. Zug. Mhm.
Okay, das Unidad und Santa Blanca sind anscheinend nicht gut aufeinander zu sprechen. Na, solange sie sich unauffällig verhalten, mögen sie sich, aber wenn Santa Blanca irgendjemanden erschießt, dann kriegen sie auch mit denen Probleme und die Unidad dürfte gerade dieses Lager da leeren. Machen wir uns zur Waffenkiste auf. Ja. Die sind eh so mit sich beschäftigt. Ah, Blödsinn, dort war der. Da ist das Loch in der Mauer, da herüben. Sorry, da geht's rein. Ein Loch in der Mauer. Okay. Einen Moment. Ja, bitte, die haben uns viel Arbeit gerade abgenommen. Müssen nur aufpassen. Ich nehme da mal einen von der Unidad weg. Ja, da alarmierst du aber alle, oder? Da ist nur ein zweiter. Ja, lass mal sehen und dann. Ein Stück oberhalb. Und wo das Santa Blanca. So, ich bin bei der Waffenkiste. Ich sehe eine Waffenkiste. Okay. Ja, kann ich gebrauchen. Und Munition. Ach, ich bin schon da. Mhm. So. Ah ja. Die Waffenkiste hast. Gerade dabei. So, die Munition. Wo ist die Waffenkiste? Steht am Tisch. Ah, ja. Sehr schön. Ziel. Dick. Mhm. Willst du die wegräumen? Santa? Santa ist nichts mehr Unidad. Ah, die Unidad. Also ich würde jetzt alle drei sehr schön sehen. Okay, dann komme ich zu dir. Oh. Ich sehe den einen. Ja, dann markier dann. Den passt. Zweier, den ja, super. Ich sehr gut. Sehr gut. Ich fange mal mit einem so an. Geh dann auf den nicht markierten und dann schießen wir die zwei gemeinsam weg. Ich glaube beim Einser werden sie nämlich nicht aufmerksam. Dann haben wir den einmal weg, so und jetzt. Ah, scheiße! Der hat eine Panzerwesten an. Ach, Kacke! Sorry. Rebellen kommen. Sehr schön. Danke euch. Gut. Alles sauber. Das war's. So, der Informationsträger ist jetzt nicht da. Da unten leuchtet auch noch was, das dürfte die Waffenkiste sein. Ein weiterer. Mhm. Mal kurz nachladen. Das ist schade. Gut. Next Step wäre. Da herüben dieser Heli. Könnte man machen. Okay. Ja. Und. Da können wir aber zu Fuß hinlaufen. Alles klar. Ja, und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Okay. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, schaut wieder rein, wenn Anduin und Tigra, wenn wir durch Bolivien snipern. Bis dann. Ciao. Tschüss.